Was würden Sie dazu sagen, wenn ich wüsste, wann die Welt untergeht? Okay, das klingt verrückt, aber ich habe eine Quelle. Der Mensch hat schon immer nach Antworten auf die Frage nach der Zukunft gesucht. Und als besonders gute Wahrsager erwiesen sich die Hopi-Indianer. Diese hellseherischen Ureinwohner Amerikas aus dem Grand Canyon wurden erst 1540 von den Spaniern entdeckt. Doch Arizona ist schon seit über 700 Jahren ihre Heimat. Ihre neuen Prophezeiungen sagten bereits viele Errungenschaften des modernen Menschen voraus. Von der Eisenbahn, über das Auto, bis zum Internet. Und das Jahrhunderte, bevor irgendjemand je davon gehört hätte. Und die Endzeitprophezeiung der Hopi scheint in vollem Gange zu sein. Das Erschreckende ist, dass die Prophezeiung mit den apokalyptischen Vorhersagen der Maya fast identisch ist. In diesem einen Punkt sind sich fast alle Religionen einig. Die Welt wird untergehen. Wenn eine Gruppe mit einer so hohen Trefferquote behauptet, das Ende vorherzusehen, dann will ich wissen, was sie vorhersagen. Ich bin Brad Meltzer. Ich sammle schon mein Leben lang Geschichten. In den besten darunter geht es um Zeichen, Symbole und Codes, um Bedeutungen, die im Offensichtlichen versteckt sind. Einige habe ich in meinen Romanen verarbeitet und dabei dennoch nur an der Oberfläche der Geheimnisse gekratzt. Aber jetzt gibt mir History die Möglichkeit, den Rest zu erforschen. This is Decoded. Gehen wir den Dingen auf den Grund. Buddy, Mac und Scott reiten gerade auf Mulis zum Hopi-Reservat in Arizona. Wissen Sie, was ein Muli ist? Ein Maultier, also eine Kreuzung aus einer Pferdestute und einem Eselhengst. Heute nähern wir uns des Rätsels Lösung im Sattel. Mein Lieblingsfortbewegungsmittel wird das allerdings nicht. Aber das sind richtig starke Tiere. Ich find's okay. Lauf, ja. Da kommt sie. Komm, wir lassen uns nicht abhängen. Lauf, gutes Mädchen. Hier leben die Hopi also. Und sie sind Experten in Sachen Weltuntergang? Sie haben offenbar exakte Informationen. Ihre Vorhersagen haben sich bewahrheitet. Zahlreiche Religionen haben bereits Katastrophen vorhergesagt. Und ihre Prophezeiungen sind sich so ähnlich, dass man sie nicht ignorieren darf. Der Autor Gary David hat lange die Kultur und die Prophezeiungen der Hopi erforscht. Mit ihm sprechen wir gleich darüber, was die Hopi glauben und darüber, was geschehen wird. Das Wort Hopi bedeutet wörtlich friedliche Menschen. Seit Anbeginn der Hopi-Zivilisation haben die eingeweihten Stammesältesten ihre Prophezeiungen und Zukunftsvisionen dessen, was ihren Stamm erwartet, über Jahrhunderte von Generation zu Generation in mündlicher Überlieferung weitergegeben. In der grausigsten ihrer Prophezeiungen geht es um den Weltuntergang. Die Hopi glauben, dass die Welt bis zu ihrem Ende aufgerieben wird. Das können wir bereits beobachten. Fluten und Hungersnöte, die wir heute erleben, haben die Hopi bereits vorhergesagt. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts erfuhr die Welt von den Hopi-Prophezeiungen. Sie reichen Jahrtausende weit und beschreiben das Ende des vierten Zeitalters. Sie glauben, dass die Welt bereits dreimal zerstört wurde. Das erste Mal durch Feuer, vielleicht durch einen Asteroideneinschlag oder Vulkanausbruch. Das zweite Mal durch Eis. Wahrscheinlich aufgrund einer Eiszeit. Und das dritte Mal durch eine große Flut. Den Sintflutmythos gibt es in vielen Kulturen. Diese Prophezeiungen sind tausende von Jahren alt. Und sie wurden mündlich überliefert. Genau. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen oder Beweise für ihre Echtheit? Die Hopi hatten kein Schriftsystem. Die Überlieferungen fanden also über Generationen mündlich statt. Den Hopi zufolge erleben wir eine große Reinigung. In ihren Prophezeiungen ist von neun Zeichen die Rede, die sich, wie man nach deren Entschlüsselung erkannte,
zum Teil bereits bewahrheitet haben. Zum Beispiel die Ankunft des weißen Mannes, der das Land an sich reißt. Da hatten sie recht. Sie sprachen auch von eisernen Schlangen, die das Land durchziehen. Das erinnert an die Eisenbahn, die das Land seit Beginn des 19. Jahrhunderts vernetzt. Ihre beste Vorhersage waren die mit Stimmen gefüllten drehenden Räder, die als Kutschen oder Autos gedeutet werden können. Die Hopi sagten auch ein riesiges Spinnennetz über dem ganzen Land voraus. Eindeutig das Internet. Die Jungs sind gut. Ihre hohe Trefferquote stimmt einen allerdings in puncto Weltuntergangsprophezeiungen nachdenklich. Das siebte Zeichen ist wichtig. Sie sagen, dass sich die Meere schwarz färben und alle darin lebenden Kreaturen sterben würden. Darauf steuern wir mit all den Ölkatastrophen geradewegs zu. Die Ölpest im Golf von Mexiko war im Sommer 2010. Die Hopi glauben, dass am Ende ein Haus im Himmel mit einem großen Knall auf die Erde fallen und ein blauer Stern erscheinen wird, der den Beginn der Reinigung ankündigt. Ist das ein Asteroid oder eine Raumstation? Das könnte ein Komet oder ein Asteroid sein. Sagen die Hopi voraus, wann genau das geschehen soll? Die Hopi sind die Meister des Raums und die Maya die Meister der Zeit. Die Maya nennen ein Datum, den 21. Dezember 2012. Die Maya und die Hopi sollen sogar miteinander kommuniziert und Handel getrieben haben. Es gab eine rege Handelsbeziehung zwischen den Maya in Mesoamerika und den Hopi in Arizona. Diese Menschen haben 2000 Kilometer zu Fuß überwunden. Es gab einen Gedankenaustausch zwischen Maya und Hopi. Ich denke insbesondere, was die Prophezeiungen angeht. Die Hopi-Vorhersagen sind an einer heiligen Stätte aufgezeichnet. Vor Jahrtausenden gravierten die Ältesten sie in Bildformen diesen riesigen Fels, den Prophezeiungsfels, ein. Der Ort ist so heilig, dass ihn Außenstehende nicht besichtigen dürfen. Die Hopi klären über die Weisheiten auf dem Fels auf, bestehen aber darauf, ihre Geschichte selbst zu erzählen. Bertram Savadoa informiert Buddy, Mac und Scott gerade und zeigt ihnen Fotografien des Felsens. Dieser Fels wird aufgrund der eingravierten Symbole gerne als Prophezeiungsfels bezeichnet, obwohl es in der Hopi-Sprache keinen Begriff für Prophezeiung gibt. Wir nennen es Verständnis oder überliefertes Wissen. Das Rechteck repräsentiert den Entstehungsort, Tsipapu, im Grand Canyon und verweist darauf, dass sich die Ahnen in die vier Himmelsrichtungen verstreuen sollten, um die vier Ecken des Landes zu berühren. Die Interpretation der Symbole ist umstritten, aber in einigen Dingen ist man sich einig. Die große menschliche Figur links stellt ihren Gott oder großen Geist dar. Die vier Strichmännchen oben stehen für die drei bereits vergangenen Welten und die vierte Welt, in der wir uns befinden. Das Strichmännchen hier steht für die vom rechten Weg abgekommenen Hopi, die wie der weiße Mann die materielle Welt begehren. Die zwei Kreise links repräsentieren die beiden bereits eingetretenen großen Erschütterungen der Erde, die entweder als die beiden Weltkriege interpretiert werden oder als Erdbeben. Der Kreis rechts symbolisiert die noch bevorstehende Erschütterung der Erde, von der man glaubt, dass es ein noch nie dagewesenes Mega-Erdbeben der Stärke 10 sein könnte. Dieser Kreis hier symbolisiert das Gleichgewicht oder den Zyklus von Leben und Tod, die Wetterlagen, die vier Jahreszeiten sowie die Erdrotation. Vielleicht gibt es eines Tages eine axiale Verschiebung, die für Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, die Ahnen sprachen von flüssigem Feuer, Tsunamis und Erdbeben sorgt. Ebenfalls wurde vorhergesagt, dass das ganze Land von Wasser überflutet würde, dass wir eines Tages aufwachen und Wasser sehen würden. Wie ein Fingerzeig von Mutter Natur, dass etwas im Ungleichgewicht ist. Die Vorstellung, dass Erdbeben und Fluten die Erde zerstören werden, ist vielen Kulturen und Religionen gemein. Nicht nur in den Prophezeiungen der Maya, sondern auch in der Bibel finden diese apokalyptischen Ereignisse Erwähnung.
Buddy, Mac und Scott sind auf dem Weg nach Los Angeles, um sich über ein potenzielles Erdbeben der Stärke 10 zu informieren. Was für eine Aussicht. Ich finde es unfassbar, dass all das weg sein wird, wenn die Prophezeiungen tatsächlich wahr werden. Seht ihr die Wasseroberfläche in dem Kessel zwischen dem Berg und der Anhöhe? Da wird klar, warum das hier Tsunami-Evakuierungsgebiet ist. Ein riesiges Einzugsgebiet. Ja. Bertram sprach von 3 Erschütterungen der Erde. Das könnten Weltkriege sein, aber auch Erdbeben. Und darüber informiert man sich am besten in L.A. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn Bertram recht hat, wird bis Arizona alles unter Wasser stehen. Ja, er sagte, wir würden aufwachen und Wasser sehen. Die Hopi prophezeien, dass sich Mutter Natur mit aufkommenden Fluten an ihren Zerstörern rächt. Aber Buddy, Mac und Scott werden noch mehr aufdecken. Die Hopi haben vor langer Zeit den Weltuntergang vorhergesagt. Die über Generationen hinweg mündlich überlieferten Prophezeiungen haben Tornados, Tsunamis und Erdbeben als Vorboten der drohenden Apokalypse angekündigt. Die Hopi sind mit ihren Zukunftsvisionen nicht alleine. Die Maya und andere Kulturen glauben an ähnliche Weltuntergangsszenarien. Dem gehen Buddy, Mac und Scott nun in Los Angeles auf den Grund. Da haben wir alte Erdbebenprophezeiungen. Die Hopi sagten Erdbeben vorher und auch dem Maya-Kalender zufolge werden schwere Erdbeben die Menschheit auslöschen. Die Christen glauben Ähnliches. In der Bibel im Buch der Offenbarung, Kapitel 8, Vers 5 steht, und der Engel nahm die Räucherpfanne und füllte sie mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Und es entstanden Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. In der Bibel steht natürlich nichts von der Stärke auf der Richterskala. Es verheißt jedenfalls nichts Gutes. Und laut Koran weisen verschiedene Zeichen auf das Ende der Zeit oder den jüngsten Tag hin. Die Erde wird von einem starken Erdbeben erschüttert, dass Berge einstürzen, das Innere der Erde nach außen bricht und die Erde gestreckt wird. Früchte, Tiere und Wasser werden vernichtet. Die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen. Ich habe vor Erdbeben und Blitzen furchtbare Angst. Gewitter habe ich oft erlebt, aber das Erdbeben war entsetzlich. Und wir waren 150 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Laut Offenbarung wird es sowohl Erdbeben als auch Blitze geben. Du hast keine Wahl. Krass. Da musst du durch. Das Erdbeben, das ich erlebt habe, war schlimm. Das Geräusch unheimlich. Und dann fielen Teller und Gläser aus dem Schrank und zerbrachen. Ich war total in Panik. Wissenschaftler haben jüngst einen deutlichen Anstieg seismischer Aktivitäten auf der ganzen Welt bestätigt. Und die Hopi prophezeien als Vorboten der Apokalypse ein Erdbeben, wie es die Menschheit noch nie erlebt hat. Pech für den, der in Kalifornien auf der Verwerfungslinie lebt. Aber es gibt noch viel mehr gefährdete Gebiete. Ein Blick auf diese Karte der USA verrät, dass die farbigen Flecken erdbebengefährdete Gebiete sind. Das trifft allerdings auf den größten Teil des Landes zu. Erdbeben können eigentlich überall und jederzeit passieren. Buddy, Mac und Scott machen einen Selbstversuch im Erdbebensimulator. Unser Big Shaker hier ist der weltgrößte mobile Erdbebensimulator. Sie dürfen jetzt einsteigen und ausprobieren, wie sich ein schweres Erdbeben anfühlt. Was für eine Stärke stellen Sie ein? Wir nehmen mal 7,8. Das halten Wissenschaftler in der San Andreas-Spalte für wahrscheinlich. Das stärkste in der Neuzeit je gemessene Erdbeben ereignete sich am 22. Mai 1960 in Chile mit der Stärke 9,5. Es verursachte 25 Meter hohe Tsunamiwellen, die über die chilenische Küste rollten. Dabei kamen 6000 Menschen um. Das muss sich heftig anfühlen. Das Erdbeben in Haiti im Januar 2010 hatte die Stärke 7,0. Wir machen es stärker. Ich habe in Idaho Stärke 6,9 erlebt.
Da hat zwar niemand gelebt, aber bei 7,8 mache ich mir jetzt Sorgen. Dürfen wir es versuchen? Ja, steigen Sie ein. Seid ihr bereit? Ich warte hier draußen. Noch ein letzter Rat? Stützen Sie sich da drin gut ab. Seht ihr das? Brian kommt nicht mit. Ja, das habe ich auch bemerkt. Drehen Sie auf, Brian. Okay. Wait a second. Why am I grabbing her? Seriously. What the heck? Oh my God. Hold on. There. This is. Oh God. Total uncool. Oh my God. Ich muss hier raus. Okay, die drei in den Erdbebensimulator zu stecken, war reine Show. Sie bekamen zwar ein Gefühl dafür, wie sich ein starkes Erdbeben anfühlt, aber eigentlich war es nur für die Kamera. Und urkomisch war es obendrein. Haben Sie gesehen, woran sich Buddy festgehalten hat? An McKinley. Ein 100-Kilo-Mann hält sich an einer 50-Kilo-Frau fest. Ganz toll, Buddy. Aber es hat auch etwas Beängstigendes. Das war noch kein Mega-Erdbeben. Ein Erdbeben der Stärke 10 wäre noch 100-mal stärker als das hier simulierte. Buddy, Mac und Scott würden binnen Sekunden durch die Luft geschleudert. Von unserer Infrastruktur, unseren Gebäuden würde nicht mehr viel übrig bleiben. Ein Erdbeben in San Francisco würde aussehen, als würde bei Star Trek die Kamera wackeln. Stellt euch vor, überall würde Glas splittern. Und wie fanden Sie es? Ich dachte, die Erde wackelt wirklich. Es gibt Simulationen und Simulationen. Die hier hat sich verdammt echt angefühlt. Das war brutal und gewalttätig, als würde mir jemand etwas antun. Mich hat beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit es losging und was für ein Schrecken einen sofort befiel. Dabei hatten sie eine Bewegung erwartet. Normalerweise wird man von einem gewaltigen Ruck überrascht und dann kommen Rüttelbewegungen. Da kann man nur in Deckung gehen. Genau, wenn man trotz Vorbereitung Angst bekommt, muss es erst recht schlimm sein, wenn man überrascht wird. Ich versuche mir vorzustellen, was in L.A. los wäre, wenn die ganze Stadt wackeln würde. Das wäre entsetzlich. Erschwerend kämen die Brände durch die geborstenen Gasleitungen hinzu. Und die Nachbeben. Ja, die können wochenlang anhalten. Die Hopi haben massive Erderschütterungen vorhergesagt. Hoffentlich stimmt das nicht. Und trotz Bauvorschriften sind wir darauf nicht vorbereitet. Auch die alten Gebäude nachzurüsten ist kaum möglich. Nach dem Erdbeben in Haiti im Januar 2010 gab es massenhaft Internet-Chats darüber, dass Nostradamus das vorhergesagt hätte. Das Erdbeben in Haiti? Er hat viel größere Erdbeben vorhergesagt. Wir sollten ihn auch berücksichtigen. Natürlich. Immer wenn es um Prophezeiung, Weissagung und Zerstörung geht, kommt Nostradamus ins Spiel. Aber wenn man Nostradamus, die Hopi und die Maya miteinander vergleicht, erkennt man, dass sie trotz ihrer geografischen Distanz ähnliche Vorstellungen vom Weltuntergang hatten. Ich bin Wissenschaftlerin, ich denke logisch. An Nostradamus und das Buch der Offenbarung glaube ich nicht. Aber nach dieser Erfahrung und den Gedanken daran, was passieren könnte, gehe ich jedem Hinweis über unsere Zukunft nach. Wir ergründen die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Der bekannteste Wahrsager war wohl Nostradamus. Er hat über 1000 Weissagungen gemacht, wovon bereits mehr als die Hälfte eingetreten ist. Buddy, Mac und Scott sollen herausfinden, welche Prophezeiungen wahr wurden und was sie mit anderen Weltuntergangsprophezeiungen gemein haben. Nostradamus hat eine hohe Erfolgsbilanz an erfüllten Weissagungen. Angesichts dessen besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich auch die restlichen Prophezeiungen bewahrheiten. Nur um die Erfolgsbilanz zu überprüfen, was hat er vorhergesagt, das wahr wurde? Eine ganze Menge, wie zum Beispiel die Französische Revolution, den Aufstieg von drei Antichristen, Napoleon, Hitler und der dritte ist noch nicht erschienen.
Er hat den großen Brand von London vorhergesagt, viele Details des Zweiten Weltkriegs, sogar den Holocaust. Wurden diese Weissagungen wörtlich so formuliert oder wurden sie im Nachhinein interpretiert? Seine Quatrain, wie er seine Vorhersagen nannte, sind Vierzeiler. Und in diesen Versen verpackte er seine Vorhersagen clever symbolisch. Was sagte Nostradamus zum Weltuntergang vorher? Nostradamus schrieb zum Beispiel, dass am 48. Breitengrad, der Kornkammer der Erde, rings um den Erdball Fische in Meeren, Flüssen und Seen gekocht werden. Das bedeutet, bei einer globalen Erwärmung wird etwas in der Art geschehen. Für die Zukunft verheißt das nichts Gutes. Vielleicht meint er nicht wörtlich gekocht, sondern einfach zu warm für Fische. Es könnte wörtlich oder im übertragenen Sinne gemeint sein. Vielleicht ist sogar ein Atomkrieg gemeint. Für pochierten Fisch aus dem Ozean muss es noch viel wärmer werden. Dann gibt es keine mehr. Was ist mit Naturkatastrophen? Wird es mehr Erdbeben geben? Das 2004 von der 30 Meter hohen Tsunamiwelle in Indonesien ausgelöste Erdbeben wurde in einem Quatrain beschrieben. Dabei kamen 150.000 Menschen um. Die präziseste Vorhersage aller Zeiten kommt in Rocky 3 vor. Mr. T's Prognose für den Kampf lautete Schmerzen. Er kommt noch vor Nostradamus. Doch mit etwas Fantasie scheinen einige von Nostradamus' Vorhersagen eingetreten zu sein. Mich interessieren die Ähnlichkeiten mit den Weltuntergangsprophezeiungen der Hopi. Oft wird spekuliert, dass Nostradamus den Weltuntergang in seiner Vorhersage auf 2012 datiert hätte. Das hat er aber nicht. Super. Das klingt gut. Wie lange haben wir noch? Er sagte, die Welt gehe 3797 durch vom Himmel fallende, brennende Steine unter. Diese brennenden Steine können Asteroiden oder Kometen sein? Ja, genau. Erinnert Nostradamus' Vorhersage von Feuerbällen nicht sehr an die des blauen Sterns der Hopi? Die Prophezeiung einer alten Pueblo-Kultur stimmt mit der eines Franzosen aus der Renaissance überein. Unheimlich daran ist, dass die NASA gerade einen blauen Stern entdeckt hat. Buddy, Mac und Scott treffen sich mit einem Astronomen, um herauszufinden, wohin der Stern fliegt. Sie meinen wahrscheinlich HE0437. Das ist ein unglaublich seltenes Exemplar. Warum ist er blau? Wegen seiner Geschwindigkeit? Nein, weil er ein sehr junger, massereicher und damit sehr heißer Stein ist. Heiße Objekte sind bläulich. Das Ungewöhnliche an ihm ist aber, dass er noch existiert. Er wurde vor 100 Millionen Jahren aus der Milchstraße geschleudert. Solche Sterne leben aber nicht so lange. Wie kann er 60.000 Lichtjahre von der Milchstraße entfernt noch existieren? Diese Anomalie bereitet Ihnen Kopfzerbrechen. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass zwei Sterne das riesige schwarze Loch in unserer Milchstraße extrem nahe passierten, wodurch sie mit hoher Geschwindigkeit hinausgeschleudert wurden und während ihrer 100 Millionenjährigen Entfernung von der Milchstraße zu einem Stern verschmolzen. Das bedeutet aber nicht, dass er für die Erde eine Gefahr darstellt. Erstens, weil er so weit entfernt ist und zweitens, weil er sich mit Hochgeschwindigkeit noch weiter entfernt. Er kommt wahrscheinlich nicht in unsere Galaxie zurück. Aber wäre es möglich? Wenn, dann würde er hunderte Millionen Jahre brauchen. Blaue Sterne sind also nicht das Problem. Aber was dann? Mich besorgt etwas viel Näherliegendes. Wir haben ein chaotisches Sonnensystem mit Abermilliarden von Kometen in der äußeren Halo. Wir sind nicht allzu weit von diesem Asteroidengürtel entfernt, wovon einige der Asteroiden die Erdumlaufbahn kreuzen. Die Bedrohung ist akut. In welcher Größe sind Asteroiden gefährlich? In der Größe eines Autos oder Hauses? Ein Asteroid in Autogröße würde wahrscheinlich beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerstört. Aber ein Staubkorn mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 30 Kilometern pro Sekunde ist extrem energiegeladen. Den Blitz könnte man meilenweit sehen.
Ein Kiesel wird bei der Geschwindigkeit zum Feuerball. Ein Asteroid, der auf dem Land einschlägt, könnte einen ganzen Bundesstaat auslöschen. Was würde geschehen, wenn so ein Asteroid in den Ozean stürzte? Das wäre noch schlimmer, aber sehr wahrscheinlich bei so vielen Ozeanen. Sobald sich die Energie entlädt, verdampft kubikkilometerweise Ozeanwasser. Dann fließt der restliche Ozean in das entstandene Loch und beginnt auf der gesamten Ozeanfläche hin und her zu schwappen. Die Menschen an der Küste würden eine tausende von Metern hohe Wasserwand sehen, die über sie hereinbricht, sich zurückzieht und wiederkommt. Tausende von Metern? Ja, tausende Meter hoch, weil der Einschlag so ein riesiges Loch verursacht. So einen Tsunami gab es in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht. Würde das im Atlantik passieren, wäre ganz Florida unter Wasser. Die Hopi haben nicht nur einen herunterfallenden Stern prophezeit, sondern auch eine Sintflut. Wissenschaft und Hopi-Prophezeiung liegen also dicht beieinander. Eine Prophezeiung der Hopi, der Indianer in Arizona, besagt, dass die Menschen aufwachen und Wasser sehen würden, wie am Meer. Denn sie leben auf über 1000 Metern Höhe. Ihre Worte haben mir Gänsehaut bereitet. Dasselbe hat Bertram uns erzählt. Wissen Sie mehr als wir? Sie haben eher ein Bewusstsein dafür, dass die Dinge gefährlicher und flüchtiger sind, als wir unterstellen. Die Hopi-Prophezeiung beschreibt auch einen blauen Stern. Sehen Kometen wie blaue Sterne aus? Ja, tun sie. Wirklich? Ein Komet ist ein Eisblock. Wenn er sich der Sonne nähert, erfährt er erstmals Wärme. Außerdem ist er zerbrechlich, wenn er der Strahlung ausgesetzt ist und beginnt zu verdampfen. Dann entsteht eine Millionen von Kilometern große Gaswolke, die, wenn sie in der Sonne verglüht, blau schimmert. Gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, dass die Welt untergeht, wenn sie von einem blauen Stern getroffen wird? Ja, wenn Sie mit Stern einen Kometen meinen, dann ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass uns ein Komet oder Asteroid trifft? Das ist nur eine Frage der Zeit. Was sagen Sie da, eine Frage der Zeit? Sie ändern ihre Umlaufbahn ständig ein wenig und einige uns bekannte Asteroiden kreuzen derzeit die Erdumlaufbahn. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Wenn sie sich auf ihren Bahnen treffen, dann werden wir getroffen. Zum Glück kommt das selten vor. Das geschah im Laufe der Geschichte immer wieder. Beweis dafür sind hunderte Meteoriteneinschlagkrater, die so entstanden sind. Von den älteren Einschlägen haben wir nur indirekte Beweise. Vielleicht gab es ein Massenaussterben, das der Dinosaurier zum Beispiel. Wenn uns ein blauer Stern oder Komet trifft, erwartet uns dann der Weltuntergang? Je nach Größe. Der Komet, der die Dinosaurier und tausende anderer Spezies ausgelöscht hat, muss wie ein Weltuntergang gewirkt haben. Es wäre das Ende der Menschheit. Ein Wissenschaftler bestätigt die Hopi-Prophezeiung nicht nur, sondern hält es für unausweichlich, dass ein Asteroid die Erde treffen wird. Vielleicht erst in Millionen von Jahren, vielleicht auch früher. Vielleicht ist die Apokalypse aber auch von uns verursacht. Weltuntergangsvorhersagen gibt es viele. Der sogenannte Langzeitkalender der Maya endet einfach am 21. Dezember 2012. Die Prophezeiung der Hopi in Arizona ist anders. Sie glauben, dass 9 Zeichen die Menschheit heimsuchen und den Weltuntergang ankündigen. Einige Zeichen sind vielleicht schon eingetreten, wie die beiden Weltkriege und die Erfindung des Internets. Die jüngsten Ölkatastrophen könnten auch eines der 9 Zeichen sein. Buddy, Mac und Scott sprechen mit der Journalistin Marion Tobin, die an die Ölpest-Prophezeiung glaubt. Es wird immer Leute geben, die an Zufall glauben. Aber die Ölunfälle wurden vor 2000 Jahren sehr anschaulich beschrieben. Im Buch der Offenbarung steht, dass ein riesiges Feuer ins Meer fiel und ein Drittel der Schiffe zerstört und ein Drittel der Kreaturen, die im Meer lebten, ausgelöscht wurden, als das Meer wie Blut wurde.
Wer während der Krise über den Golf von Mexiko flog, hat gesehen, dass ein Drittel des Wassers wie Blut aussah. Die Ölpest wurde beschrieben, als hätte jemand vor 2000 Jahren gesehen, wie das Öl aus der Plattform Deepwater Horizon in den Golf sprudelte. Blutflüsse. Ein Drittel zerstörter Schiffe. Die Fischerflotte von Louisiana war durch die Katastrophe so angeschlagen, dass sie sich bis heute nicht erholt hat. So eine Ölpest könnte von so gigantischem Ausmaß sein, dass sie die Welt über Nacht verändert. Wie? Ein gutes Beispiel ist das BP-Leck. Es stand unter so großem Druck, dass es kaum geschlossen werden konnte. Deshalb mussten sie eine Verschlusskappe nach der anderen anbringen. Dann gab es Probleme mit dem Entlastungsbohrloch. Wenn die Entlastungsbohrung nicht funktioniert hätte, hätte der Meeresgrund über dem Macondo-Ölfeld zusammenbrechen und einen Tsunami auslösen können, der Texas, Florida, Louisiana und Alabama ausgelöscht hätte. Ein Öltsunami? Hier habe ich Bilder von Ölkatastrophen der letzten 30 Jahre. Die Deepwater Horizon im Golf von Mexiko am 20. April 2010. 680 Millionen Liter Öl sind ausgelaufen. So erledigt man die Fische auf jeden Fall. Der Belva Öltankerunfall in Südafrika im August 1983. 300 Millionen Liter Öl ausgelaufen. Der Kumulationseffekt ist beängstigend. Die Ölpest am Persischen Golf in Kuwait im Januar 1991, 1,9 Milliarden Liter Öl ausgelaufen. Die Hopi prophezeien schwarzes Wasser. Und Nostradamus hat große Wogen von Fischen in öligem Wasser vorhergesagt. Wir spielen mit der Natur in einer Art, wie der Mensch das nicht tun sollte. Ölkatastrophen sollen ein Zeichen für überkochende Ozeane sein? Das ist weit hergeholt. Aber ich spiele mit. Die Ölpest im Golf von Mexiko war schrecklich. Sie war in meinem Heimatstaat. Laut Marianne hätte es noch schlimmer kommen können. Die Verpestung der Ozeane gehört sicher mit zur Hopi-Prophezeiung. Aber viele Leute können das einfach nicht glauben. Wir rufen Brad mal an und berichten ihm. Hey Brad! Was macht der Weltuntergang? Laut den Hopi, der Bibel, dem Koran und Nostradamus kommt das Ende der Welt auf jeden Fall. Beunruhigend ist, dass sie recht ähnliche Dinge vorhersagen. Ja, manchmal ist es besser, wenn sich nicht alle einig sind. Wir machen jetzt was anderes. Ihr habt die Vorhersagen aus der Vergangenheit untersucht. Ich will jetzt wissen, was heute gesagt wird. Ja. Ich habe einen aktuellen Nostradamus aufgetan, der in den USA lebt und arbeitet. Er wurde von der CIA beauftragt, die Folgen größerer globaler Ereignisse vorherzusagen. Und anscheinend liegt seine Trefferquote bei 90%. Den will ich treffen. Die Sache hat aber einen Haken. Er will nicht mit uns reden. Er ist ein zurückgezogenes Genie. Aber eine Reporterin hat bereits über ihn geschrieben und sie kann euch die Details erklären. Gut. Toll. Ich habe übrigens auf eigene Faust über Webbots recherchiert. Das sind anscheinend Computerprogramme, die die Zukunft sehr genau vorhersagen können. Ich stehe auf Webbot. Ich kenne übrigens jemanden, der für den Erfinder von Webbot arbeitet. Buddy, ich kann den Kontakt für dich herstellen. Er heißt Mel Fabregas. Super. Okay, bis später. Wir haben von einem modernen Nostradamus gehört, der mathematisch so genaue Vorhersagen machen kann, dass die CIA ihn beauftragt. Wer ist das? Er heißt Bruce Bueno de Mesquita. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der New York University. Er wendet die Spieltheorie an. Der Grundgedanke ist, dass Menschen vorhersehbar sind in dem, was sie tun und was sie wollen. Und wie macht er das genau? Wie kann man mit Hilfe von Mathematik menschliches Verhalten vorhersagen? Er identifiziert alle Spieler und ermittelt ihren Einfluss, ihr Interesse, was sie wollen und wie hartnäckig sie sind. Wie hartnäckig sie sind? Genau. Und Hartnäckigkeit kann man in Zahlen ausdrücken? Genau. Auf einer Skala von 0 bis 100. Mesquita hat ein Modell entwickelt, mit dem das Ergebnis wirklich jedes Vorgangs vorhergesagt werden kann. Mittels Computer kann er alle Spieler im Auge behalten und beobachten, wie jeder jeden beeinflusst. Welche seiner Vorhersagen haben sich bewahrheitet?
Er sagte vorher, dass Andropow Brezhnevs Nachfolger würde, als noch niemand an Andropow dachte. 2 Jahre im Voraus sagte er, dass Daniel Ortega und die Sandinisten abgewählt würden. Ich verstehe, warum ihn die CIA beauftragt. Regierungschefs sind für die USA wichtig. Er hat Chinas hartes Vorgehen 4 Monate vor dem Tiananmen-Massaker vorausgesagt. Und 12 Jahre bevor China Hongkong zurückforderte, sagte er vorher, dass und vor allem, wie genau das geschehen würde. Und er geht rein mathematisch vor? Ganz genau. Ich habe von sogenannten Webbots gehört, die offenbar die Zukunft vorhersagen können. Was können Sie mir dazu verraten? Das ist eine hellseherische Internetsoftware. Ein Geistesprodukt von Cliff High. Er wollte 1997 Aktienkurse prognostizieren. Viele Computerprogramme machen so etwas Ähnliches. Aber er wollte die Kursbewegungen nicht messen, sondern vorhersagen. Die Webbot-Erfinder Cliff High und George Ure machen ein Geheimnis um die Funktionsweise von Webbot. Aber wir wissen, dass sie auf einer Reihe komplexer Computeralgorithmen und Internetsoftware basieren, die Zeitungsartikel, Blogs und Chats im Web überwachen. Jedem Wort wird ein numerischer Wert zugeordnet, der bestimmten Charakteristika wie Zeit, Einfluss, Relevanz und Intensität entspricht. Als Technik wird die asymmetrische Sprachtrendanalyse angewandt, die eine Liste von Vorhersagen erzeugt. Diese wird dann auf Muster untersucht. Es wird gewissermaßen die Schwarmintelligenz oder das kollektive Internetbewusstsein angezapft. Wie funktioniert das? Webbots sind Spiders, Wanderer oder Agenten, die im Internet nach Unterhaltungen in verschiedensten Sprachen suchen. Nach 1 bis 2 Millionen durchsuchten Datensätzen bringen sie Worte zurück. Diese werden auf ihre Essenz reduziert, wie auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Der Webbot-Betreiber Cliff High muss sich diese Wörter dann genau ansehen und die Bedeutung herausfiltern. Was kann der Webbot vorhersagen oder was hat er vorhergesagt? Der 11. September 2001 wurde im Juni 2001 vorhergesagt. Der Webbot hat plötzlich ein Eigenleben entwickelt und Wörter wie Gebäude, Flugzeuge, Katastrophe von globalem Ausmaß ausgespuckt. Wenige Wochen später war klar, dass der Webbot den 11. September vorhergesagt hat. 2004 lieferte der Webbot Wörter wie steigendes Hochwasser, Pazifik, Erdbeben, 300.000 Tote. Und dann hat der Tsunami vor Sumatra 273.000 Todesopfer und weitere Vermisste gefordert. Ich weiß nicht. Aber so ist das mit Prophezeiungen. Niemand weiß es wirklich. Aber was ich wissen will, ist, was der digitale Prophet zum Weltuntergang sagt und ob es im Einklang mit den Hopi und Maya steht. In alten Hopi-Prophezeiungen ist von 9 Zeichen der Apokalypse die Rede, die den Weltuntergang ankündigen. Diese Zeichen ähneln Vorhersagen der Maya und von Nostradamus. Buddy redet gerade mit Mel Fabregas, einem Webbot-Experten. Webbot ist eine Internetsoftware, die angeblich den 11. September und den Tsunami im Südpazifik vorhergesagt hat. Mich interessiert, was der Webbot zum Weltuntergang sagt. Viele sprechen von 2012. Die Hopi-Prophezeiungen, der Maya-Kalender, der am 21. Dezember 2012 endet. Remote-Viewer können nicht über den Zeitpunkt hinaussehen. Der Webbot hat eine Datenlücke vom 21. Dezember bis Mai 2013. Der Graph verläuft zunächst nach oben und stürzt dann schlagartig ab. Wir können nicht sehen, was in dem Zeitraum passiert. Was meinen Sie mit Datenlücke? Der Webbot findet keinerlei Informationen. Dieser Zeitraum ist wie ein weißes Blatt Papier. Es könnte ein Polsprung sein oder eine Sonneneruption, die uns in das präelektronische Zeitalter zurückwirft. Das wissen wir nicht. Könnte es sein, dass mit den Prophezeiungen des Weltuntergangs nur eine Veränderung der jetzigen Welt gemeint ist? Die Prophezeiungen sprechen vom Beginn eines neuen Zeitalters. Es ist von Katastrophen die Rede. Der Webbot insbesondere sagt eine Katastrophe voraus.
Nostradamus prophezeit den Weltuntergang für 3797. Sind wir aus dem Schneider, wenn wir 2012 überleben? Laut Report wird das Leben nicht mehr dasselbe sein. Vielleicht gibt es einen Kometen- oder Asteroideneinschlag, ein Erdbeben oder einen Tsunami oder etwas ganz anderes, das die Hopi-Prophezeiungen nicht vorhersagen. Vielleicht zeigt die Zukunft, dass die Hopi recht hatten. Oder die Maya. Oder das Buch der Offenbarung. Aber ich hoffe, dass nichts davon stimmt. Oh, man. Und, glaubt ihr, dass die Welt untergeht? Irgendwann schon. Auch als Skeptikerin frage ich mich, wie Nostradamus oder die Hopi das eine oder andere wissen konnten. Wir haben keine Ahnung von Prophezeiungen, wissen nicht, wie man die Zukunft lesen kann. Aber vielleicht geht es. Früher dachten wir, dass Krankheiten oder Unwetterstrafen Gottes waren. Vielleicht kann man die Zukunft vorhersagen. Nur ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Bestimmte Dinge können wir einfach nicht vermeiden. Wie Vulkanausbrüche, Sternschnuppenschwärme oder Kometeneinschläge. Was wir vermeiden können, und das sagen die Ureinwohner schon lange, sind die Umweltzerstörungen. Ja. Aber habt ihr beiden Angst? Irgendetwas scheint ja zu passieren, ob blauer Stern, Komet oder Asteroid. Wie der Astronom sagte, es ist bloß eine Frage der Zeit. Ich habe davor nicht mehr Angst als vor dem Tod. Wir werden alle sterben, daran ist nicht zu rütteln. Aber ich kann mich keine 30 Sekunden hinsetzen und über meinen Tod meditieren. Man muss wieder zum Alltag zurückkehren. Man lebt nicht ewig. Zu Beginn der Reise waren wir wegen all der Weltuntergangsgeschichten richtig pessimistisch und deprimiert. Jetzt sind wir viel gelassener. Es fühlt sich an, als würde man eine tödliche Diagnose bekommen. Und gewissermaßen ist das ja auch so. Wir werden ausgelöscht. Ich kann nie wieder einen Sternschnuppenregen genießen. Stimmt. Nur noch mit Helm und Schutzbrille. Sehr romantisch. Und einem Luftschutzbunker in der Nähe. Bunker schon mal Wasser. Ich betrachte es nicht als das Ende der Welt. Fallen wir nicht von einer Klippe? Nein, ich denke, es geht weiter. Es gibt nur eine Art Erneuerung. Eines Tages, wahrscheinlich nicht mehr zu unseren Lebzeiten, wird die Erde tatsächlich von einem Kometen getroffen, der die Menschheit auslöscht. Aber daran können wir nichts ändern. Ja, ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft mittlerweile auf gewisse Dinge angewiesen sind, um überleben zu können, wie Strom oder Wasser. Und wenn die wegfallen, sind wir erledigt. Sind wir uns einig, dass ich der Optimist bin? Du bist der Optimist. Eine Menge alter Hopi-Prophezeiungen wurden wahr. Aber einige lassen viel Spielraum für Interpretationen. Und an den Weltuntergang zu denken, fällt einem schwer. Für mich war der Tod meiner Mutter ein Weltuntergang. Aber wer einen nahestehenden Menschen verloren hat, weiß, dass der Schmerz nachlässt und die Hoffnung wiederkehrt. Selbst am Tiefpunkt angelangt, sind wir in der Lage, Hoffnung zu schöpfen. Schließlich wird uns nicht unsere Technik retten, sondern unsere Fähigkeit, nicht aufzugeben. Und dank dieser Beharrlichkeit wird die Menschheit immer fortdauern. You know that there's something out of balance. Die Vorstellung, dass Erdbeben und Fluten die Erde zerstören werden, ist vielen Kulturen und Religionen gemein. Nicht nur in den Prophezeiungen der Maya, sondern auch in der Bibel finden diese apokalyptischen Ereignisse Erwähnung. Buddy, Mac und Scott sind auf dem Weg nach Los Angeles, um sich über ein potenzielles Erdbeben der Stärke 10 zu informieren. Was für eine Aussicht! Ich finde es unfassbar, dass all das weg sein wird, wenn die Prophezeiungen tatsächlich wahr werden. Seht ihr die Wasseroberfläche in dem Kessel zwischen dem Berg und der Anhöhe? Da wird klar, warum das hier Tsunami-Evakuierungsgebiet ist. Ein riesiges Einzugsgebiet. Ja. Bertram sprach von 3 Erschütterungen der Erde. Das könnten Weltkriege sein, aber auch Erdbeben. Und darüber informiert man sich am besten in L.A. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn Bertram recht hat, wird bis Arizona alles unter Wasser stehen. Ja, er sagte, wir würden aufwachen und Wasser sehen.
Die Hopi prophezeien, dass sich Mutter Natur mit aufkommenden Fluten an ihren Zerstörern rächt. Aber Buddy, Mac und Scott werden noch mehr aufdecken. Die Hopi haben vor langer Zeit den Weltuntergang vorhergesagt. Die über Generationen hinweg mündlich überlieferten Prophezeiungen haben Tornados, Tsunamis und Erdbeben als Vorboten der drohenden Apokalypse angekündigt. Die Hopi sind mit ihren Zukunftsvisionen nicht alleine. Die Maya und andere Kulturen glauben an ähnliche Weltuntergangsszenarien. Dem gehen Buddy, Mac und Scott nun in Los Angeles auf den Grund. Da haben wir alte Erdbebenprophezeiungen. Die Hopi sagten Erdbeben vorher und auch dem Maya-Kalender zufolge werden schwere Erdbeben die Menschheit auslöschen. Die Christen glauben Ähnliches. In der Bibel im Buch der Offenbarung, Kapitel 8, Vers 5 steht, und der Engel nahm die Räucherpfanne und füllte sie mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Und es entstanden Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. In der Bibel steht natürlich nichts von der Stärke auf der Richterskala. Es verheißt jedenfalls nichts Gutes. Und laut Koran weisen verschiedene Zeichen auf das Ende der Zeit oder den jüngsten Tag hin. Die Erde wird von einem starken Erdbeben erschüttert, dass Berge einstürzen, das Innere der Erde nach außen bricht und die Erde gestreckt wird. Früchte, Tiere und Wasser werden vernichtet. Die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen. Ich habe vor Erdbeben und plötzlich. Erschwerend kämen die Brände durch die geborstenen Gasleitungen hinzu. Und die Nachbeben. Ja, die können wochenlang anhalten. Die Hopi haben massive Erderschütterungen vorhergesagt. Hoffentlich stimmt das nicht. Und trotz Bauvorschriften sind wir darauf nicht vorbereitet. Auch die alten Gebäude nachzurüsten ist kaum möglich. Nach dem Erdbeben in Haiti im Januar 2010 gab es massenhaft Internet-Chats darüber, dass Nostradamus das vorhergesagt hätte. Das Erdbeben in Haiti? Er hat viel größere Erdbeben vorhergesagt. Wir sollten ihn auch berücksichtigen. Natürlich. Immer wenn es um Prophezeiung, Weissagung und Zerstörung geht, kommt Nostradamus ins Spiel. Aber wenn man Nostradamus, die Hopi und die Maya miteinander vergleicht, erkennt man, dass sie trotz ihrer geografischen Distanz ähnliche Vorstellungen vom Weltuntergang hatten. Ich bin Wissenschaftlerin, ich denke logisch. An Nostradamus und das Buch der Offenbarung glaube ich nicht. Aber nach dieser Erfahrung und den Gedanken daran, was passieren könnte, gehe ich jedem Hinweis über unsere Zukunft nach. Wir ergründen die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Der bekannteste Wahrsager war wohl Nostradamus. Er hat über 1000 Weissagungen gemacht, wovon bereits mehr als die Hälfte eingetreten ist. Buddy, Mac und Scott sollen herausfinden, welche Prophezeiungen wahr wurden und was sie mit anderen Weltuntergangsprophezeiungen gemein haben. Nostradamus hat eine hohe Erfolgsbilanz an erfüllten Weissagungen. Angesichts dessen besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich auch die restlichen Prophezeiungen bewahrheiten. Nur um die Erfolgsbilanz zu überprüfen, was hat er vorhergesagt, das wahr wurde? Eine ganze Menge, wie zum Beispiel die Französische Revolution, den Aufstieg von 3 Antichristen, Napoleon, Hitler und der dritte ist noch nicht erschienen. Er hat den großen Brand von London vorhergesagt, viele Details des Zweiten Weltkriegs, sogar den Holocaust. Wurden diese Weissagungen wörtlich so formuliert oder wurden sie im Nachhinein interpretiert? Seine Quatrains, wie er seine Vorhersagen nannte, sind Vierzeiler. Und in diesen Versen verpackte er seine Vorhersagen clever symbolisch. Was sagte Nostradamus zum Weltuntergang vorher? Nostradamus schrieb zum Beispiel, dass am 48. Breitengrad, der Kornkammer der Erde, rings um den Erdball Fische in Meeren, Flüssen und Seen gekocht werden. Das bedeutet, bei einer globalen Erwärmung wird etwas in der Art geschehen. Für die Zukunft verheißt das nichts Gutes. Fällt auf jeden Fall. Beunruhigend ist, dass sie recht ähnliche Dinge vorhersagen. Ja, manchmal ist es besser, wenn sich nicht alle einig sind. Wir machen jetzt was anderes.
Ihr habt die Vorhersagen aus der Vergangenheit untersucht. Ich will jetzt wissen, was heute gesagt wird. Ja. Ich habe einen aktuellen Nostradamus aufgetan, der in den USA lebt und arbeitet. Er wurde von der CIA beauftragt, die Folgen größerer globaler Ereignisse vorherzusagen. Und anscheinend liegt seine Trefferquote bei 90%. Den will ich treffen. Die Sache hat aber einen Haken. Er will nicht mit uns reden. Er ist ein zurückgezogenes Genie. Aber eine Reporterin hat bereits über ihn geschrieben und sie kann euch die Details erklären. Gut. Toll. Ich habe übrigens auf eigene Faust über Webbots recherchiert. Das sind anscheinend Computerprogramme, die die Zukunft sehr genau vorhersagen können. Ich stehe auf Webbot. Ich kenne übrigens jemanden, der für den Erfinder von Webbot arbeitet. Buddy, ich kann den Kontakt für dich herstellen. Er heißt Mel Fabregas. Super. Okay, bis später. Wir haben von einem modernen Nostradamus gehört, der mathematisch so genaue Vorhersagen machen kann, dass die CIA ihn beauftragt. Wer ist das? Er heißt Bruce Bueno de Mesquita. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der New York University. Er wendet die Spieltheorie an. Der Grundgedanke ist, dass Menschen vorhersehbar sind in dem, was sie tun und was sie wollen. Und wie macht er das genau? Wie kann man mit Hilfe von Mathematik menschliches Verhalten vorhersagen? Er identifiziert alle Spieler und ermittelt ihren Einfluss, ihr Interesse, was sie wollen und wie hartnäckig sie sind. Wie hartnäckig sie sind? Genau. Und Hartnäckigkeit kann man in Zahlen ausdrücken? Genau. Auf einer Skala von 0 bis 100. Mesquita hat ein Modell entwickelt, mit dem das Ergebnis wirklich jedes Vorgangs vorhergesagt werden kann. Mittels Computer kann er alle Spieler im Auge behalten und beobachten, wie jeder jeden beeinflusst. Welche seiner Vorhersagen haben sich bewahrheitet? Er sagte vorher, dass Andropow Brezhnevs Nachfolger würde, als noch niemand an Andropow dachte. 2 Jahre im Voraus sagte er, dass Daniel Ortega und die Sandinisten abgewählt würden. Ich verstehe, warum ihn die CIA beauftragt. Regierungschefs sind für die USA wichtig. Er hat Chinas hartes Vorgehen 4 Monate vor dem Tiananmen-Massaker vorausgesagt. Und 12 Jahre bevor China Hongkong zurückforderte, sagte er vorher, dass und vor allem, wie genau das geschehen würde. Und er geht rein mathematisch vor? Ganz genau. Ich habe von sogenannten Webbots gehört, die offenbar die Zukunft vorhersagen können. Was können Sie mir da... ...so weit entfernt ist und zweitens, weil er sich mit Hochgeschwindigkeit noch weiter entfernt. Er kommt wahrscheinlich nicht in unsere Galaxie zurück. Aber wäre es möglich? Wenn, dann würde er hunderte Millionen Jahre brauchen. Blaue Sterne sind also nicht das Problem. Aber was dann? Mich besorgt etwas viel Näherliegendes. Wir haben ein chaotisches Sonnensystem mit Abermilliarden von Kometen in der äußeren Halo. Wir sind nicht allzu weit von diesem Asteroidengürtel entfernt, wovon einige der Asteroiden die Erdumlaufbahn kreuzen. Die Bedrohung ist akut. In welcher Größe sind Asteroiden gefährlich? In der Größe eines Autos oder Hauses? Ein Asteroid in Autogröße würde wahrscheinlich beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerstört. Aber ein Staubkorn mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 30 Kilometern pro Sekunde ist extrem energiegeladen. Den Blitz könnte man meilenweit sehen. Ein Kiesel wird bei der Geschwindigkeit zum Feuerball. Ein Asteroid, der auf dem Land einschlägt, könnte einen ganzen Bundesstaat auslöschen. Was würde geschehen, wenn so ein Asteroid in den Ozean stürzte? Das wäre noch schlimmer, aber sehr wahrscheinlich bei so vielen Ozeanen. Sobald sich die Energie entlädt, verdampft kubikkilometerweise Ozeanwasser. Dann fließt der restliche Ozean in das entstandene Loch und beginnt auf der gesamten Ozeanfläche hin und her zu schwappen. Die Menschen an der Küste würden eine tausende von Metern hohe Wasserwand sehen, die über sie hereinbricht, sich zurückzieht und wiederkommt. Tausende von Metern? Ja, tausende Meter hoch, weil der Einschlag so ein riesiges Loch verursacht. So einen Tsunami gab es in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht. Würde das im Atlantik passieren, wäre ganz Florida unter Wasser. Die Hopi haben nicht nur einen herunterfallenden Stern prophezeit, sondern auch eine Sintflut. Wissenschaft und Hopi-Prophezeiung liegen also dicht beieinander.
Eine Prophezeiung der Hopi, der Indianer in Arizona, besagt, dass die Menschen aufwachen und Wasser sehen würden, wie am Meer. Denn sie leben auf über 1000 Metern Höhe. Ihre Worte haben mir Gänsehaut bereitet. Dasselbe hat Bertram uns erzählt. Wissen Sie mehr als wir? Sie haben eher ein Bewusstsein dafür, dass die Dinge gefährlicher und flüchtiger sind, als wir unterstellen. Die Hopi-Prophezeiung beschreibt auch einen blauen Stern. Sehen Kometen wie blaue Sterne aus? Ja, tun sie. Wirklich? Ein Komet ist ein Eisblock. Wenn er sich der Sonne nähert, erfährt er erstmals Wärme. Außerdem ist er zerbrechlich, wenn er der Strahlung ausgesetzt ist und beginnt zu verdampfen. Dann entsteht eine Millionen von Kilometern große Gaswolke, die, wenn sie in der Sonne verglüht, bereits dreimal zerstört wurde. Das erste Mal durch Feuer, vielleicht durch einen Asteroideneinschlag oder Vulkanausbruch. Das zweite Mal durch Eis, wahrscheinlich aufgrund einer Eiszeit. Und das dritte Mal durch eine große Flut. Den Sintflutmythos gibt es in vielen Kulturen. Diese Prophezeiungen sind tausende von Jahren alt. Und sie wurden mündlich überliefert. Genau. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen oder Beweise für ihre Echtheit? Die Hopi hatten kein Schriftsystem. Die Überlieferungen fanden also über Generationen mündlich statt. Den Hopi zufolge erleben wir eine große Reinigung. In ihren Prophezeiungen ist von 9 Zeichen die Rede, die sich, wie man nach deren Entschlüsselung erkannte, zum Teil bereits bewahrheitet haben. Zum Beispiel die Ankunft des weißen Mannes, der das Land an sich reißt. Da hatten sie recht. Sie sprachen auch von eisernen Schlangen, die das Land durchziehen. Das erinnert an die Eisenbahn, die das Land seit Beginn des 19. Jahrhunderts vernetzt. Ihre beste Vorhersage waren die mit Stimmen gefüllten drehenden Räder, die als Kutschen oder Autos gedeutet werden können. Die Hopi sagten auch ein riesiges Spinnennetz über dem ganzen Land voraus. Eindeutig das Internet. Die Jungs sind gut. Ihre hohe Trefferquote stimmt einen allerdings in puncto Weltuntergangsprophezeiungen nachdenklich. Das siebte Zeichen ist wichtig. Sie sagen, dass sich die Meere schwarz färben und alle darin lebenden Kreaturen sterben würden. Darauf steuern wir mit all den Ölkatastrophen geradewegs zu. Die Ölpest im Golf von Mexiko war im Sommer 2010. Die Hopi glauben, dass am Ende ein Haus im Himmel mit einem großen Knall auf die Erde fallen und ein blauer Stern erscheinen wird, der den Beginn der Reinigung ankündigt. Ist das ein Asteroid oder eine Raumstation? Das könnte ein Komet oder ein Asteroid sein. Sagen die Hopi voraus, wann genau das geschehen soll? Die Hopi sind die Meister des Raums und die Maya die Meister der Zeit. Die Maya nennen ein Datum, den 21. Dezember 2012. Die Maya und die Hopi sollen sogar miteinander kommuniziert und Handel getrieben haben. Es gab eine rege Handelsbeziehung zwischen den Maya in Mesoamerika und den Hopi in Arizona. Diese Menschen haben 2000 Kilometer zu Fuß überwunden. Es gab einen Gedankenaustausch zwischen Maya und Hopi. Ich denke insbesondere, was die Prophezeiungen angeht. Mit einem großen Knall auf die Erde fallen und ein blauer Stern erscheinen wird, der den Beginn der Reinigung ankündigt. Ist das ein Asteroid oder eine Raumstation? Das könnte ein Komet oder ein Asteroid sein. Sagen die Hopi voraus, wann genau das geschehen soll? Die Hopi sind die Meister des Raums und die Maya die Meister der Zeit. Die Maya nennen ein Datum, den 21. Dezember 2012. Die Maya und die Hopi sollen sogar miteinander kommuniziert und Handel getrieben haben. Es gab eine rege Handelsbeziehung zwischen den Maya in Mesoamerika und den Hopi in Arizona. Diese Menschen haben 2000 Kilometer zu Fuß überwunden. Es gab einen Gedankenaustausch zwischen Maya und Hopi. Ich denke insbesondere, was die Prophezeiungen angeht.
Die Hopi-Vorhersagen sind an einer heiligen Stätte aufgezeichnet. Vor Jahrtausenden gravierten die Ältesten sie in Bildform in diesen riesigen Fels, den Prophezeiungsfels, ein. Der Ort ist so heilig, dass ihn Außenstehende nicht besichtigen dürfen. Die Hopi klären über die Weisheiten auf dem Fels auf, bestehen aber darauf, ihre Geschichte selbst zu erzählen. Bertram Savadowa informiert Buddy, Mac und Scott gerade und zeigt ihnen Fotografien des Felsens. Dieser Fels wird aufgrund der eingravierten Symbole gerne als Prophezeiungsfels bezeichnet, obwohl es in der Hopi-Sprache keinen Begriff für Prophezeiung gibt. Wir nennen es Verständnis oder überliefertes Wissen. Das Rechteck repräsentiert den Entstehungsort, Tsipapu, im Grand Canyon und verweist darauf, dass sich die Ahnen in die vier Himmelsrichtungen verstreuen sollten, um die vier Ecken des Landes zu berühren. Die Interpretation der Symbole ist umstritten, aber in einigen Dingen ist man sich einig. Die große menschliche Figur links stellt ihren Gott oder großen Geist dar. Die vier Strichmännchen oben stehen für die drei bereits vergangenen Welten und die vierte Welt, in der wir uns befinden. Das Strichmännchen hier steht für die vom rechten Weg abgekommenen Hopi, die wie der weiße Mann die materielle Welt begehren. Die zwei Kreise links repräsentieren die beiden bereits eingetretenen großen Erschütterungen der Erde, die entweder als die beiden Weltkriege interpretiert werden oder als Erdbeben. Der Kreis rechts symbolisiert die noch bevorstehende Erschütterung der Erde, von der man glaubt, dass es ein noch nie dagewesenes Mega-Erdbeben der Stärke 10 sein könnte. Dieser Kreis hier symbolisiert das Gleichgewicht oder den Zyklus von Leben und Tod. Es losging. Und was für ein Schrecken einen sofort befiel. Dabei hatten sie eine Bewegung erwartet. Normalerweise wird man von einem gewaltigen Ruck überrascht und dann kommen Rüttelbewegungen. Da kann man nur in Deckung gehen. Genau, wenn man trotz Vorbereitung Angst bekommt, muss es erst recht schlimm sein, wenn man überrascht wird. Ich versuche mir vorzustellen, was in L.A. los wäre, wenn die ganze Stadt wackeln würde. Das wäre entsetzlich. Erschwerend kämen die Brände durch die geborstenen Gasleitungen hinzu. Und die Nachbeben. Ja, die können wochenlang anhalten. Die Hopi haben massive Erderschütterungen vorhergesagt. Hoffentlich stimmt das nicht. Und trotz Bauvorschriften sind wir darauf nicht vorbereitet. Auch die alten Gebäude nachzurüsten ist kaum möglich. Nach dem Erdbeben in Haiti im Januar 2010 gab es massenhaft Internet-Chats darüber, dass Nostradamus das vorhergesagt hätte. Das Erdbeben in Haiti? Er hat viel größere Erdbeben vorhergesagt. Wir sollten ihn auch berücksichtigen. Natürlich. Immer wenn es um Prophezeiung, Weissagung und Zerstörung geht, kommt Nostradamus ins Spiel. Aber wenn man Nostradamus, die Hopi und die Maya miteinander vergleicht, erkennt man, dass sie trotz ihrer geografischen Distanz ähnliche Vorstellungen vom Weltuntergang hatten. Ich bin Wissenschaftlerin, ich denke logisch. An Nostradamus und das Buch der Offenbarung glaube ich nicht. Aber nach dieser Erfahrung und den Gedanken daran, was passieren könnte, gehe ich jedem Hinweis über unsere Zukunft nach. Wir ergründen die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Der bekannteste Wahrsager war wohl Nostradamus. Er hat über 1000 Weissagungen gemacht, wovon bereits mehr als die Hälfte eingetreten ist. Buddy, Mac und Scott sollen herausfinden, welche Prophezeiungen wahr wurden und was sie mit anderen Weltuntergangsprophezeiungen gemein haben. Nostradamus hat eine hohe Erfolgsbilanz an erfüllten Weissagungen. Angesichts dessen besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich auch die restlichen Prophezeiungen bewahrheiten. Nur um die Erfolgsbilanz zu überprüfen, was hat er vorhergesagt, das wahr wurde? Eine ganze Menge, wie zum Beispiel die Französische Revolution, den Aufstieg von drei Antichristen, Napoleon, Hitler und der dritte ist noch nicht erschienen.
Er hat den großen Brand von London vorhergesagt, viele Details des Zweiten Weltkriegs, sogar den Holocaust. Wurden diese Weissagungen wörtlich so formuliert oder wurden sie im Nachhinein interpretiert? Seine Quatrains, wie er seine Vorhersagen nannte, sind Vierzeiler. Und in diesen Versen verpackte er seine Vorhersagen clever symbolisch. Das zweite Mal durch Eis. Wahrscheinlich aufgrund einer Eiszeit. Und das dritte Mal durch eine große Flut. Den Sintflut-Mythos gibt es in vielen Kulturen. Diese Prophezeiungen sind tausende von Jahren alt. Und sie wurden mündlich überliefert. Genau. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen oder Beweise für ihre Echtheit? Die Hopi hatten kein Schriftsystem. Die Überlieferungen fanden also über Generationen mündlich statt. Den Hopi zufolge erleben wir eine große Reinigung. In ihren Prophezeiungen ist von 9 Zeichen die Rede, die sich, wie man nach deren Entschlüsselung erkannte, zum Teil bereits bewahrheitet haben. Zum Beispiel die Ankunft des weißen Mannes, der das Land an sich reißt. Da hatten sie recht. Sie sprachen auch von eisernen Schlangen, die das Land durchziehen. Das erinnert an die Eisenbahn, die das Land seit Beginn des 19. Jahrhunderts vernetzt. Ihre beste Vorhersage waren die mit Stimmen gefüllten drehenden Räder, die als Kutschen oder Autos gedeutet werden können. Die Hopi sagten auch ein riesiges Spinnennetz über dem ganzen Land voraus. Eindeutig das Internet. Die Jungs sind gut. Ihre hohe Trefferquote stimmt einen allerdings in puncto Weltuntergangsprophezeiungen nachdenklich. Das siebte Zeichen ist wichtig. Sie sagen, dass sich die Meere schwarz färben und alle darin lebenden Kreaturen sterben würden. Darauf steuern wir mit all den Ölkatastrophen geradewegs zu. Die Ölpest im Golf von Mexiko war im Sommer 2010. Die Hopi glauben, dass am Ende ein Haus im Himmel mit einem großen Knall auf die Erde fallen und ein blauer Stern erscheinen wird, der den Beginn der Reinigung ankündigt. Ist das ein Asteroid oder eine Raumstation? Das könnte ein Komet oder ein Asteroid sein. Sagen die Hopi voraus, wann genau das geschehen soll? Die Hopi sind die Meister des Raums und die Maya die Meister der Zeit. Die Maya nennen ein Datum, den 21. Dezember 2012. Die Maya und die Hopi sollen sogar miteinander kommuniziert und Handel getrieben haben. Es gab eine rege Handelsbeziehung zwischen den Maya in Mesoamerika und den Hopi in Arizona. Diese Menschen haben 2000 Kilometer zu Fuß überwunden. Es gab einen Gedankenaustausch zwischen Maya und Hopi. Ich denke insbesondere, was die Prophezeiungen angeht. Die Hopi-Vorhersagen sind an einer heiligen Stätte aufgezeichnet. Vor Jahrtausenden gravierten die Ältesten sie in Bildformen diesen riesigen Fels, den Prophezeiungsfels, ein. Dingen ist man sich einig. Die große menschliche Figur links stellt ihren Gott oder großen Geist dar. Die 4 Strichmännchen oben stehen für die 3 bereits vergangenen Welten und die 4. Welt, in der wir uns befinden. Das Strichmännchen hier steht für die vom rechten Weg abgekommenen Hopi, die wie der weiße Mann die materielle Welt begehren. Die 2 Kreise links repräsentieren die beiden bereits eingetretenen großen Erschütterungen der Erde, die entweder als die beiden Weltkriege interpretiert werden oder als Erdbeben. Der Kreis rechts symbolisiert die noch bevorstehende Erschütterung der Erde, von der man glaubt, dass es ein noch nie dagewesenes Mega-Erdbeben der Stärke 10 sein könnte. Dieser Kreis hier symbolisiert das Gleichgewicht oder den Zyklus von Leben und Tod, die Wetterlagen, die 4 Jahreszeiten sowie die Erdrotation. Vielleicht gibt es eines Tages eine axiale Verschiebung, die für Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, die Ahnen sprachen von flüssigem Feuer, Tsunamis und Erdbeben sorgt. Ebenfalls wurde vorhergesagt, dass das ganze Land von Wasser überflutet würde, dass wir eines Tages aufwachen und Wasser sehen würden. Wie ein Fingerzeig von Mutter Natur, dass etwas im Ungleichgewicht ist.
Die Vorstellung, dass Erdbeben und Fluten die Erde zerstören werden, ist vielen Kulturen und Religionen gemein. Nicht nur in den Prophezeiungen der Maya, sondern auch in der Bibel finden diese apokalyptischen Ereignisse Erwähnung. Buddy, Mac und Scott sind auf dem Weg nach Los Angeles, um sich über ein potenzielles Erdbeben der Stärke 10 zu informieren. Was für eine Aussicht! Ich finde es unfassbar, dass all das weg sein wird, wenn die Prophezeiungen tatsächlich wahr werden. Seht ihr die Wasseroberfläche in dem Kessel zwischen dem Berg und der Anhöhe? Da wird klar, warum das hier Tsunami-Evakuierungsgebiet ist. Ein riesiges Einzugsgebiet. Ja. Bertram sprach von 3 Erschütterungen der Erde. Das könnten Weltkriege sein, aber auch Erdbeben. Und darüber informiert man sich am besten in L.A. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn Bertram recht hat, wird bis Arizona alles unter Wasser stehen. Ja, er sagte, wir würden aufwachen und Wasser sehen. Wow. Die Hopi prophezeien, dass sich Mutter Natur mit aufkommenden Fluten an ihren Zerstörern rächt. Aber Buddy, Mac und Scott werden noch mehr aufdecken. Die Hopi haben vor langer Zeit den Weltuntergang vorhergesagt. Bitte, die wir heute erleben, haben die Hopi bereits vorhergesagt. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts erfuhr die Welt von den Hopi-Prophezeiungen. Sie reichen Jahrtausende weit und beschreiben das Ende des 4. Zeitalters. Sie glauben, dass die Welt bereits 3-mal zerstört wurde. Das erste Mal durch Feuer, vielleicht durch einen Asteroideneinschlag oder Vulkanausbruch. Das zweite Mal durch Eis. Wahrscheinlich aufgrund einer Eiszeit. Und das dritte Mal durch eine große Flut. Den Sintflutmythos gibt es in vielen Kulturen. Diese Prophezeiungen sind tausende von Jahren alt. Und sie wurden mündlich überliefert. Genau. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen oder Beweise für ihre Echtheit? Die Hopi hatten kein Schriftsystem. Die Überlieferungen fanden also über Generationen mündlich statt. Den Hopi zufolge erleben wir eine große Reinigung. In ihren Prophezeiungen ist von 9 Zeichen die Rede, die sich, wie man nach deren Entschlüsselung erkannte, zum Teil bereits bewahrheitet haben. Zum Beispiel die Ankunft des weißen Mannes, der das Land an sich reißt. Da hatten sie recht. Sie sprachen auch von eisernen Schlangen, die das Land durchziehen. Das erinnert an die Eisenbahn, die das Land seit Beginn des 19. Jahrhunderts vernetzt. Ihre beste Vorhersage waren die mit Stimmen gefüllten drehenden Räder, die als Kutschen oder Autos gedeutet werden können. Die Hopi sagten auch ein riesiges Spinnennetz über dem ganzen Land voraus. Eindeutig das Internet. Die Jungs sind gut. Ihre hohe Trefferquote stimmt einen allerdings in puncto Weltuntergangsprophezeiungen nachdenklich. Das siebte Zeichen ist wichtig. Sie sagen, dass sich die Meere schwarz färben und alle darin lebenden Kreaturen sterben würden. Darauf steuern wir mit all den Ölkatastrophen geradewegs zu. Die Ölpest im Golf von Mexiko war im Sommer 2010. Die Hopi glauben, dass am Ende ein Haus im Himmel mit einem großen Knall auf die Erde fallen und ein blauer Stern erscheinen wird, der den Beginn der Reinigung ankündigt. Ist das ein Asteroid oder eine Raumstation? Das könnte ein Komet oder ein Asteroid sein. Sagen die Hopi voraus, wann genau das geschehen soll? Die Hopi sind die Meister des Raums und die Maya die Meister der Zeit. Die Maya nennen ein Datum, den 21. Dezember 2012. Die Maya und die Hopi sollen sogar miteinander kommuniziert und Handel getrieben haben. Es gab eine rege Handelsbeziehung zwischen den Maya in Mesoamerika und den Hopi in Arizona. 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 Den Hopi in Arizona.